Zum 100-jährigen Bestehen unseres Sächsischen Gemeinschaftsdiakonissenhauses Zion erschien das Buch »Was du, Herr, segnest«. Der Vorstand unseres Hauses bat mich, davon zu schreiben, was Gott in den Jahren getan hat und wie er gesegnet hat. In 100 Jahren geschieht viel. Es geht auf und ab, es gibt Höhen und Tiefen, gute und schwere Zeiten. Aber über allem hat Gott gesegnet und seine Hand über uns gehalten. Zur Entstehung des Buches haben viele Menschen beigetragen. Sie haben aus ihrem Leben erzählt. Zuerst erfahren sie etwas davon, wie es zur Gründung des Diakonissenhauses kam. Einige Diakonissen lassen uns teilnehmen an ihrem speziellen Weg in der Berufung in die Schwesternschaft. Andere Menschen berichten von Begegnungen mit Diakonissen, die für ihr Leben von Bedeutung waren. Ich selbst bin von den 100 Jahren jetzt schon 57 Jahre dabei. In meinen ersten Dienstjahren war ich im Werdauer Gemeinschaftsbezirk und besuchte dort auch die Gemeindeglieder und hielt Frauenstunden. So geschah es, als ich eines Tages Frau Magdalena Götz in Trünzig besuchte. Frau Götz freute sich, als ich in ihrem Wohnzimmer Platz nahm. Alles war so gediegen und passte zu der alten Dame. Sie war noch sehr lebendig und erzählte gern aus ihrem Leben. Mir fiel ein großes Bild auf, das an der Wand hing. Es zeigte eine schöne Frau in den mittleren Jahren. Sie war schlicht, aber vornehm gekleidet, so wie man die Kleider zu der Zeit so um 1900 trug. Ein schwaches Lächeln lag auf ihrem Gesicht. Ich brauchte nicht lange zu fragen, denn Frau Götz merkte, dass mich dieses Bild beschäftigte und erklärte mir, das Bild zeigt Frau Rothart, die Frau unseres Pfarrers. Ich war ihr Patenkind und wir haben sie sehr geliebt. Nun bin ich erst recht neugierig geworden. Frau Pfarrer Rothart, der Pfarrer, der in Rathen der erste Rektor unseres Diakonissenhauses wurde? Ja, dieser Pfarrer ist es.